Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Serie. Ein erster Schritt aus der deutschen Bildungsmisere. Wir haben lang Anlauf genommen in Teil 1, viel wurde angesprochen. Und bevor ich jetzt gleich loslege, möchte ich hier und jetzt die Möglichkeit nutzen, Ihnen etwas Literatur zu empfehlen, damit das, was ich nur flüchtig angerissen habe in Teil 1, in einem breiteren Kontext erfasst und verstanden werden kann. Vier Bücher habe ich für Sie herausgesucht. Buch 1 von Hans-Peter Klein, vom Streifenhörnchen zum Nadelstreifen. Hierin erfahren Sie, was Kompetenzorientierung wirklich ist und was es mit dem Zauberwort Inklusion auf sich hat. Buch 2, wieder Hans-Peter Klein, Abitur und Bachelor für alle, wie ein Land seine Zukunft verspielt. Darin werden die negativen Auswirkungen der Kompetenzorientierung auf die höheren Bildungsanstalten, sprich Universitäten, Fachhochschulen etc. besprochen. Buch 3. Jochen Krautz, Kunstpädagoge aus Wuppertal, Wahre Bildung. Ein etwas älteres Buch, unglaublich lesenswert. Sie sehen die vielen Markierungen. Die sind von meiner Sekretärin, das hat sie alles für mich eingefügt. Herr Kötz, das müssen Sie unbedingt lesen. Daraufhin, bei so vielen Markierungen habe ich das ganze Buch gelesen. Wirklich lesenswert. Sie erfahren viel über Pädagogik und auch, was es mit Pisa auf sich hat. Pisa, das ist nichts, was in der italienischen Stadt Pisa ins Leben gerufen worden ist. Nein, Pisa steht für Program of International Student Assessment. Das sind abstruse kognitive Tests, die von kognitiven Psychologen entwickelt worden sind, die mit Bildung, so wie wir das in Deutschland eigentlich immer verstanden haben, eigentlich gar nichts zu tun haben. Und diese abstrusen Tests wurden dann die Grundlage, die normative Grundlage für die westliche Bildungspolitik, die sich dann in der sogenannten Kompetenzorientierung ausgenommen hat. So, was ist also PISA wirklich? PISA, ein Programm zum Idiotismus sozialistischer Ausprägung. Buch 4, ein fantastisches Werk. Netzwerk der Macht, Bertelsmann, herausgegeben von Jens Wernicke und Thorsten Bultmann. So viel zu den Literaturempfehlungen. Kehren wir zurück zum Thema und um das, was es mir primär geht. Ich möchte in Deutschland wieder ein Bildungssystem, was unseren Ansprüchen und Möglichkeiten gerecht wird. Was uns in Konsequenz im Bereich Forschung und Entwicklung wieder dorthin bringt, wo uns viele sehen wollen, nämlich an der Weltspitze. Und was uns ultimativ unseren Wohlstand langfristig und nachhaltig sichert. Nichts Geringeres als das. Ist das unter den gegebenen Umständen möglich? Nein. Vernünftige strukturelle Rahmenvorgaben hat man über die letzten Jahrzehnte systematisch eingerissen und wir haben dafür kein Fundament mehr. Um metaphorisch wie im ersten Teil zu sprechen, der Patient deutsche Bildung hat zuerst das Laufen verlernt, landete im Rollstuhl und dann hat sich sogar herausgestellt, dass er zu blöd war, diesen Rollstuhl zu manövrieren und landete im Straßengraben. Das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Und ich möchte diesen Rollstuhl und diesen Patienten erstmal wieder auf die Straße bringen und dafür möchte ich einen Vorschlag machen. Gut. Ich unterhalte mich viel mit Lehrern und Schulleitern und dann frage ich immer die gleiche Frage, wo drückt Ihnen der Schuh am meisten? Und es kommt immer die gleiche Antwort. Unisono wird mir gesagt, unsere Klassenstrukturen sind nicht homogen genug. Wir haben eine zu große Gruppe von Schülern, die für unsere Schulform nicht geeignet sind. Mit einem Realschulleiter habe ich sehr lange mich unterhalten. Das ist eine Realschule im Bereich Stadt-Land, ja, Mischbereich. Irgendwo in Deutschland. Und der hat mir Folgendes berichtet. Etwa 20% seiner Realschuleinschulungen haben eine reine Hauptschulempfehlung. Und das bedeutet, diese Kinder haben mindestens eine 5 in einem Hauptfach, oft in beiden, Deutsch und Mathe 5. Die Eltern geben sich beratungsresistent. Nein, 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 unser Kind muss unbedingt auf die Realschule. Und so nimmt das Übel seinen Lauf. Die Kinder kommen im Unterricht nicht mit, ja. Und wer will es den Kindern denn verdenken? Wenn man schon nichts versteht, dann wird man verhaltensauffällig. Sie stören den Unterricht und damit die anderen. Und somit nimmt das ganze Übel seinen Lauf. Eine Abwärtsspirale beginnt, man braucht Sozialarbeiter etc. pp. Ein riesiger Aufwand, den man von Anfang an hätte verhindern können. So, meine Damen und Herren, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Reality Bites. So.
Dann habe ich den Realschulrektor gefragt, ob er mir denn konkrete Zahlen zur Verfügung stellen könnte. Dem hat er zugestimmt, das hat er gemacht und nachdem er das gemacht hat, war er selbst entsetzt und hier sind die Zahlen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Notendurchschnitte in Jahrgangsstufe 6. Es handelt sich hier um eine dreizügige Realschule. Rot markiert ist alles mit 3,5 und schlechter, was in der Einschätzung dieses Realschulleiters bedeutet, dass diese Kinder für diese Schulform eigentlich nicht geeignet sind. Im arithmetischen Mittel, Pi mal Daumen, etwa ein Drittel aller Schüler. Die Erprobungsstufe endet mit Jahrgangsstufe 6 und dann wird ein Teil der rot markierten an die Hauptschulen abgegeben. Die Hauptschulen in dieser Region beginnen zweizügig und enden vierzügig. Ja, mit einem Teil der Roten weg in Jahrgangsstufe 9 und 10 schaut es ein bisschen besser aus, aber immer noch ein Viertel von ungeeigneten Schülern, selbst in den Abschlussklassen in den Realschulen. Vielleicht noch ergänzend dazu, ich habe danach gefragt, wie es denn den Kindern geht, die auf die Hauptschule gewechselt worden sind, ob sie das bereuen. Nein, 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 die sind wirklich froh in der Hauptschule, dort haben sie gute Noten, sie kommen mit und auf die Frage hin, ob sie denn auf die Realschule zurückgehen wollen. Nein, 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 nicht mehr, sie sind ganz glücklich auf der Hauptschule. So viel dazu, wir stoppen die Freigabe. Wir sind soweit, wir kommen zu meinem Vorschlag. Eine Strukturmaßnahme, durchsetzbar im Verwaltungsakt, ganz einfach, lautet, die Grundschulempfehlung ist bindend. Denken Sie drüber nach. Es hat es in sich. Es nimmt sofort Druck aus dem Kessel, verschafft Schulen und Lehrkräften wieder etwas dringend benötigte Luft zum Weiteratmen. Mittelfristig gibt es uns wieder homogene Klassenverbände, die leichter und erfolgreicher beschulbar sind. Für die Kinder. Mit Beginn der Jahrgangsstufe 5 kommen sie auf eine Schulform, die ihren gegenwärtigen Fähigkeiten und ihrem gegenwärtigen Entwicklungszustand am besten entspricht. Dort haben sie auch die besten Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ich verrate Ihnen was. Es gibt eigentlich keine falsche Wahl der Schulform. Das ist etwas, was hypnotisch in den Köpfen verankert worden ist. Und die OECD war hier nicht unschuldig. Nichts, aber auch gar nichts wird durch die Wahl der Schulform in der fünften Klasse zementiert. Das deutsche Bildungssystem ist eh vertikal durchlässig. Sie können ganz schnell von ganz unten nach ganz oben kommen, wenn Sie das wollen. Es gilt nach wie vor, Sie sind Ihres eigenen Glückes Schmied. Denken Sie dran. Zu den Hauptschulen, da wollte ich noch was sagen. Das war ja einst eine sehr erfolgreiche Schulform. Die Absolventen der Hauptschulen waren vollständig ausbildbar für das Handwerk. Heute würde man sagen, Facharbeiter, Fachkräfte. Das ist heute leider nur noch bedingt der Fall. Nichtsdestotrotz bin ich fest davon überzeugt, dass wir die Hauptschulen wieder dahin kalibrieren können, dass die Absolventen das größtenteils sind. So, meine lieben Politiker, den Fachkräfte- und Facharbeitermangel muss man nicht durch Migration bekämpfen. Den kann man durch funktionierende Hauptschulen bekämpfen. Und ich bin mir sicher, dass das geht. Zu den Hauptschulen habe ich noch eine interessante Zuschrift bekommen und die möchte ich jetzt mit Ihnen teilen. Ich gebe den Bildschirm frei. Ein Plädoyer für die Hauptschule. Es schreibt uns Volker Kaiser, ein 37-jähriger Prozess- und Entwicklungsingenieur aus Baden-Württemberg, der auch immer ein jemand ist, der eine Lanze für die Hauptschule bricht. Die Zuschauerzuschrift bezieht sich auf mein Video Hauptsache Hauptschule. Er erzählt uns zunächst, wie es damals in der Hauptschule bei ihm war. Es gab eine Zweiklassenteilung und zwar in eine Gruppe, die erhielt Förderunterricht. Das heißt, die brauchten etwas mehr Unterstützung. Und dann gab es eine Vordergruppe, eine Gruppe, von der man etwas mehr verlangen konnte und in der war er angesiedelt. Dort wurden über den eigentlichen Lehrplan hinaus Aufgabenstellungen besprochen, wie zum Beispiel Volumenberechnungen, zusammengesetzte komplexe Figuren oder lange Textaufgaben mit Einheiten, die es umzurechnen galt, ähnlich wie in meinem Video Hauptsache Hauptschule, wo es um die Errechnung der Anzahl von Estrichsäcken ging. Er hat anscheinend so gut rechnen gelernt in der Hauptschule, dass es für ihn unvorstellbar ist, dass Leute Probleme haben, ein Halb plus ein Drittel im Kopf auszurechnen. Nach der Hauptschule machte er die mittlere Reife an einer Wirtschaftsschule und ich zitiere: Hier stellte ich schon fest, dass viele die Quadratzahlen im Zahlenraum von 10 bis 20 nicht auswendig konnten. Dadurch hatte ich einen enormen Vorteil, da man die Wurzel von beispielsweise 2 ein Viertel locker im Kopf rechnen konnte.
Alles Grundsteine aus der Hauptschule. 2¼, 2,25. Auf was da angespielt wird, ist 15 zum Quadrat, ist 225. Also ist die Wurzel von 2¼ 1,5. Danach macht er die Fachhochschulreife. Mittlerweile gibt er auch Nachhilfe in Mathematik. Und von seiner Fachhochschule berichtet er über seinen Mathematiklehrer Herrn R. von der Karl-Engeler-Schule im Wortlaut. Er als Physiker hat einen absolut genialen Unterricht gemacht. Alle Aufgaben hatten Praxisbezug und zu jedem seiner Beispiele konnte er einen Anwendungsfall in Bezug auf unsere tägliche Arbeit nennen. Er war es auch, der am Ende der Ausbildung sagte, er wolle noch Vektoren durchsprechen. Ich stehe zwar nicht im Lehrplan, aber kann niemanden hier rauslassen mit der Fachhochschulreife, der noch nie etwas über Vektoren gehört hat. Hut ab vor diesem Lehrer. Leute, es gibt hier bei uns noch wirklich super Lehrer. Und von denen brauchen wir wieder mehr. Und solche müssen wir auch in den Universitäten wieder ausbilden. Mein Plädoyer, die Hauptschule ist nicht das Ende, es kann auch der Anfang sein. Jeder seines eigenen Werdegangs Schmied. Freundliche Grüße, Volker Kaiser. Wir stoppen die Freigabe. Zu Beginn von Teil 1 habe ich darüber gesprochen, dass wir langsam unsere Flughöhe anheben wollen, um eine breitere, sogenannte synoptische Sicht auf die Dinge zu bekommen. Das Ganze geht natürlich nicht nur um Schule und Bildung, ja, Lehrpläne etc. pp. Das Ganze greift doch etwas weiter. Ja. Und gerade eben haben wir so einen Aspekt erfahren, als ich über den Zusammenhang von Hauptschule und Handwerk sprach. Wäre es nicht toll, wenn die Absolventen unserer Hauptschulen wieder für das Handwerk ausbildbar wären? Was müssten wir denn da machen? Ja, die Lehrpläne an den Hauptschulen wieder mehr dem Handwerk anpassen, einerseits. Ja. Welchen Aufgaben aus dem Handwerk? Ja, das wäre wichtig. Umgekehrt können wir das Handwerk wieder attraktiver machen, damit wird die Hauptschule attraktiver. Also reden wir mal über das Handwerk. Wer sind denn diese Leute, das Handwerk? Kennen Sie die? Ja, ich bin da öfter unterwegs, also ich kenne diese Gesellschaft, ich kenne diese Herrschaften mit den Bratwurstfingern, mit dem Griff wie ein Schraubstock, ja, dem Rücken wie ein Schrank. Die allermeisten, fast alle sind kreuzehrlich, ja. Da müssen sie nichts schriftlich festhalten, die stehen zu ihrem Wort. Es ist also eine Mannschaft mit Ehrenkodex. Sie malochen, wirklich, ja. Viele von denen 10 Stunden am Tag und mehr. Es ist eine Gruppierung, die aus meiner Sicht, ja, jeden Respekt und jede Unterstützung unserer Gesellschaft verdient, denn sie sind wirklich eine der großen Stützen mit dem Mittelstand zusammen, eigentlich der echte Rückhalt unserer Gesellschaft. Nichts wird mehr vernachlässigt von der Politik wie diese Gruppierung, liegt auch in der Natur der Sache, denn sie haben ja kein gemeinsames Sprachrohr. Also möchte ich jetzt für die Leute, für das Handwerk, meine Freunde aus dem Handwerk, eine Lanze brechen und folgenden Vorschlag machen. Senken wir die Mehrwertsteuer auf Handwerkerleistungen auf null. Auf null. Sie haben richtig gehört. 20% Mehrwertsteuer weg. Und dann gehen wir zu den Spezies und jetzt sag ich Ihnen, wie man mit denen spricht. Das ist die Sprache, die Sie verstehen. Spezies, 4 Sachen. Ja? Ganz klar. Ja? Ein Viertel gibt ihr an den Kunden weiter. Ein Viertel an eure Mitarbeiter, ein Viertel investiert ihr und ein Viertel geht an euch, ja, als Belohnung für eure Risikobereitschaft, ja, und für das, was ihr tut. Ja, das ist sozusagen unsere Belohnung für euch. Das wird verstanden werden. Daran wird sich auch gehalten. Ja. Glauben Sie es mir, im Schnitt, es wird immer Ausnahmen geben, aber das ist eine Sprache, die die verstehen. Ja. Bin ich denn schon dabei beim Handwerk? Ja, was könnten wir denn noch für die machen? Ja, Aufträge, öffentliche Aufträge. Gerade, ja, die Schulen, maroder Zustand, da ist viel Renovierungsstau. Wir brauchen auch neue Schulgebäude. Das wäre doch etwas. Überhaupt im Bau, ja, Straßen, unsere Infrastruktur. Da könnten wir doch Aufträge en masse vergeben. Warum geht es denn nicht? Ja, die Mittel sind nicht da. Doch, doch, die Mittel wären da. Das Einzige, was wir tun müssten, ist unfruchtbare Ideologien aufgeben. Und damit sind wir wieder der ganz obersten Ebene von den Herren, die die Ideologie bestimmen. Und deswegen mache ich noch einen dritten Beitrag. Bis bald und auf Wiedersehen.